magnetische Strahlungen, meist als Elektrosmog. In den Schlagzeilen sind alles andere als ein Hirngespinst weltfremder Naturapostel. Doch viele Industrievertreter tun noch immer so, als seien elektrosensible Menschen und Kranke, die ihren Krebs auf diese Belastung zurückführen, nicht ganz richtig im Kopf. Tatsache ist, es herrscht Verwirrung. Bestimmte Strahlen beeinflussen das Gehirn und sollten besser abgeschirmt werden. Das zeigen zahlreiche Untersuchungen. Nur jede Strahlung hat andere Wirkungen und die kann der Normalverbraucher sich kaum merken. Übrigens, das Gerät, vor dem Sie gerade sitzen, strahlt auch, aber harmlos, wenn Sie sich nicht gerade am Bildschirm die Nase platt drücken. Fast so nahe sind Sie aber am Computermonitor. Deshalb sollten Sie hier auch beachten, dass er strahlengeprüft ist, also das TCO-99-Siegel trägt. Nur auf anderen Geräten findet man selten einen Hinweis auf das, was Sie abstrahlen und schon gar nicht, was das bewirken könnte. Die Hawk-Radarstellung der Bundeswehr in Vollersode nahe Bremen. In solchen Anlagen wurden viele Soldaten beim Dienst verstrahlt. Rundum in der 3000-Seelen-Gemeinde mysteriöse Vorgänge. Hier erkrankten viermal so viele Menschen an Hirntumoren wie anderswo. 14 Menschen starben daran in 10 Jahren. Nicht Schuld der Radarstrahlen, so eine Untersuchung des Landes. Die Verfasser räumen nur ein, dass es im Nahbereich der Stellung zu einer Überschreitung der Grenzwerte kommen kann. Und es gibt im Ort eine weitere Hochfrequenzsendeanlage. Dieser Turm der Telekom trägt einige Richtfunk- und Mobilfunksender. Besonders brisant, die meisten Tumorfälle traten genau zwischen Radar und Funkturm auf. Doch das Land Niedersachsen schloss das Kapitel ab, hielt es nicht mal für nötig, einen Abschlussbericht zu veröffentlichen. Die Ursache für die vielen Tumorfälle bleibt also ungeklärt. Und niemand hat bisher untersucht, wie die Kombination beider Strahlungsarten auf Menschen wirkt. Unzählige Untersuchungen gibt es über die hochfrequente Mobilfunkstrahlung. Doch die erbrachten nur Hinweise auf mögliche Gefahren, keinen Beweis. Da ist für jeden was dabei. Die Schlagzeilen lauten je nach Bedarf heiße Ohren oder Restrisiko einer Pudelmütze. Ein riesiges Langzeitexperiment also mit vielen unfreiwilligen Teilnehmern. Schon jetzt gibt's bei uns 40.000 Sendemasten. In den nächsten Jahren kommen nochmal so viele für das neue UMTS-Netz dazu. Deren Sendeleistung ist zwar niedriger, doch die Gesamtbelastung steigt, denn die alten Masten werden noch viele Jahre weiter betrieben. Kritik entzündet sich an den Grenzwerten. Erlaubt ist hierzulande zum Beispiel für das E-Netz eine Leistungsflussdichte von 9 Watt pro Quadratmeter. Strenger die Grenzwerte in Italien und der Schweiz. Dort ist in Wohngebieten nur etwa ein Hundertstel erlaubt. Kritiker wollen gar einen Vorsorgewert von einem Tausendstel. Doch selbst der wird fast überall eingehalten. Das höchste, was Ökotest in Deutschland fand, 0,018 Watt, lag unterm Schweizer Grenzwert. Das Strahlenbad von hier oben ist also vernachlässigbar, im Vergleich zu dem vom Handy, das die Nutzer einer etwa tausendfach höheren Belastung aussetzt. Störungen elektrischer Geräte kennt jeder Handynutzer. Muss es da nicht auch Wirkungen auf den Menschen geben? Bewiesen ist bisher nur der thermische Effekt, der hier gemessen wird. Der sogenannte SAR-Wert darf 2 Watt nicht übersteigen, damit das Handy den Kopf nicht zu stark aufheizt. Richtige Bauweise kann die Handystrahlung Richtung Kopf senken. Doch Hersteller behaupten, bei Antennen gäbe es keinen Spielraum für Verbesserungen. Glatt gelogen. Denn selbst aktuelle Geräte vom selben Hersteller zeigen sehr unterschiedliche SAR-Werte. Das Siemens S40 bestrahlt E-Netznutzer mit nur 0,08 Watt, das SL45 schickt über 1 Watt ins Hirn. Manche Geräte strahlen also schon im Normalbetrieb mehr als nötig. Bei erschwertem Empfang, wie etwa im Auto oder im Bus, erhöht das Handy zudem seine Leistung und damit die Feldstärke im Fahrzeug. Ja, richtig. Und Punkt 3 wäre noch relativ wichtig, genau, das müssen wir sehr genau klären. Auch die Beifahrerin hat hier was zu klären. Denn die Rücksicht verlangt, dass er nicht ohne Verbindung zur Außenantenne im geschlossenen Wagen telefoniert. Kürzlich warnte die Presse vor Freisprecheinrichtungen mit Knopf im Ohr. Angeblich erhöhen sie die Strahlung sogar. Doch seriöse Messungen zeigen, dass gute Freisprecheinrichtungen mit Ohrhörer die Kopfbelastung verringern.
Nur dort, wo man das Handy am Körper trägt, steigt die Belastung. Du, dann lass uns doch heute Abend um 18 Uhr treffen. Stromleitungen erzeugen niederfrequente Magnetfelder. 100 Mikrotesla erlaubt der Grenzwert. Doch nach einer Studie der Uni Mainz vom März hatten Kinder, die während der Nacht einem höheren Magnetfeld als 0,2 Mikrotesla ausgesetzt waren, ein etwa dreifach erhöhtes Leukämierisiko. Solche Leitungen müssen in Schweden mindestens 80 Meter von Wohnhäusern entfernt sein, doch hierzulande stehen sogar Kindergärten direkt darunter. Hier sollten 0,2 Mikrotesla also vorsorglich nicht erreicht werden. Wir schauen uns den Kindergarten an und messen im Aufenthaltsbereich. Was wir vorfinden, stimmt skeptisch. Über 0,7 Mikrotesla. Auch Transformatoren erzeugen sehr starke Magnetfelder. Bei diesem scheint die Belastung auf den ersten Blick nicht so hoch. Etwa 0,11 Mikrotesla messen wir vorm Trafo-Gebäude. Doch wir nehmen uns zur Sicherheit auch das Nachbarhaus vor und bitten die Bewohner um die Erlaubnis für eine Messung. Die hatten überhaupt keine Ahnung, welchen Feldern sie rund um die Uhr ausgesetzt sind. An der Wand zum Trafo ermitteln wir einen erschreckend hohen Wert von fast 8 Mikrotesla. Wir wundern uns noch mehr, als wir sogar einige Meter weiter im Kinderzimmer einen Wert von über einem Mikrotesla messen. Denn die Verfasser der Mainzer Leukämiestudie fanden bei fast 2000 Messungen keinen höheren Durchschnittswert als 0,7 Mikrotesla. Auch Hausgeräte zeigen oft bedenkliche Werte. Dieser Radiowecker neben dem Bett erzeugt auf dem Kopfkissen ein Magnetfeld von ca. 0,7 Mikrotesla. Mit Abstand lässt sich die Belastung senken. Nur noch 0,09 Mikrotesla bei einem Meter Entfernung. Bei diesem Radiorekorder hilft der Griff zum Ausschalter nicht gegen das Magnetfeld. Hier tut sich gar nichts. Schuld ist der eingebaute Trafo. Dem muss man schon den Strom abdrehen oder den Stecker ziehen. Erst dann hat der Spuk ein Ende. Wer sicher gehen will, kann einen Netzfreischalter einbauen lassen. Mit dem lassen sich alle nutzlosen Stromverbraucher abschalten. Elektrogeräte, die ständig in Betrieb bleiben, wie der Kühlschrank, müssen allerdings auf einen getrennten Stromkreis gelegt werden. Mehr Abstand halten heißt also die Devise für manches Gerät. Das gilt vor allem für Babyphone, die den Schlaf des Kindes auch noch in einem Meter Entfernung überwachen können. Ärgerlich, dass ein Haarschneider von Panasonic mit weniger als einem Mikrotesla auskommt. Der von AFK aber etwa 100 Mikrotesla auf die Kopfhaut bringt. Oder dass man sich mit Grundig 5595 bei weniger als einem Mikrotesla rasiert, mit Grundig 5363 aber bei etwa 40, wie hier im Studio. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Packungen steht das nicht, auch nicht auf Travos der Modelleisenbahn. Über 100 Mikrotesla. Schön wäre es, wenn der Grenzwert für Großtravos bei uns endlich von 100 Mikrotesla auf 1 Mikrotesla fallen würde, wie in der Schweiz. Das Bundesumweltministerium aber zögert und gibt sich schon damit zufrieden, dass die Handyhersteller ab Herbst freiwillig den SAR-Wert angeben wollen, allerdings nicht sinnvoll auf der Packung, sondern erst in der Anleitung zu lesen nach dem Kauf. Da bleibt nur weniger Mobiltelefonieren und im Auto niemals ohne Freisprechanlage. Die schützt nicht nur vor Unfällen, sondern auch vor heißem Hirn. Die Zeitschrift Connect übrigens prüft bei Handys auch die Wechselwirkung zwischen tatsächlicher Sendeleistung und SAR-Werten. Den letzten Test von 32 Handys aus dem Heft 15 können Sie noch bestellen. Über diese Adressen, Fax oder Telefonnummer. Preis mit Porto 9 Mark. Und ganz besonders zu empfehlen ist die Broschüre Elektrosmog, die Sie gegen Rechnung für 9 Mark bei der Verbraucherzentrale in Hannover bestellen können. Per Postkarte, Fax oder Telefon.